Landschafts- und Reisebilder bearbeiten, Teil Nummer 2. Wir haben ja im letzten Video angefangen, ein paar Landschafts- und Reisebilder von mir zu bearbeiten. Damit es nicht so ein ewig langes Video wird, habe ich das jetzt in 3 Teile aufgeteilt. Und heute gucken wir uns eben Bild Nummer 2 an, in dem Teil. Bevor wir jetzt anfangen, seid doch so nett und abonniert meinen YouTube-Kanal. Macht auch die Glocke an, wenn ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpassen wollt. Und wie immer freue ich mich natürlich über ein Like und Kommentare unten. So, wir kommen jetzt zum zweiten Bild und ich habe gerade eben gesehen, ich wollte eigentlich ein ganz anderes bearbeiten und zwar nicht dieses Bild hier, sondern dieses Bild. Deswegen, ich nehme die zwei jetzt hier mal raus und das andere können wir wann anders mal bearbeiten. Wenn euch das noch interessieren sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare unten, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Aber wir gehen jetzt mal auf dieses Bild ein. Und genau, das werden wir jetzt auch noch bearbeiten. Um solche Bilder zu bearbeiten, gehe ich immer so vor, ich überlege mir erstmal, was ich mit dem Bild einfach erreichen will. Also wie soll das Bild später mal ausschauen? Es ist nicht so, dass ich hier auf gut Glück an irgendwelchen Slidern rumziehe und mal gucke, was so rauskommt. Wenn ich so ein Bild habe, dann weiß ich schon, ich will einfach so dieses Roadtrip-Feeling, dieses California-Feeling ein bisschen ausdrücken. Das heißt, ich will, dass das Bild einfach möglichst einen schönen Sonnenuntergang hier hinten hat. Dann soll es viel Wärme drin haben, es soll sich einfach gut anfühlen, es soll so ein bisschen ein Lifestyle-Bild werden. Und genau das machen wir jetzt hier. Schritt Nummer 1, ich gehe auch hier mit dem Weißabgleich wieder nach oben. So, diesmal ein bisschen kräftiger, einfach damit es schon mal ein bisschen diese Wärme von dem Sonnenuntergang kriegt. Dann werde ich auch hier meine Belichtungseinstellungen erstmal wieder vornehmen. Bei dem Bild ist es jetzt so, dass durch diese extremen Lichtbedingungen, also das extrem helle am Horizont und das dunkle unterm Auto, einfach ein sehr starker Kontrast zustande kommt und der Dynamikumfang von der Kamera einfach sehr beansprucht wird. Da ist man wirklich gut bedient, wenn man eben in RAW fotografiert, weil da hat man halt dann wirklich die Power in der Nachbearbeitung, um solche Sachen dann ausgleichen zu können. Ich mache hier mal die Belichtungswarnungen an und man sieht hier schon alles, was rot ist. Da ist keine Information mehr in dem Bild, das ist einfach nur als reines Weiß dargestellt. Aber mit den RAW-Bildern können wir da einfach viel wieder zurückholen. Ich gehe jetzt mal von der Belichtung ein bisschen zurück. Machen wir mal so. Und dann benutze ich die HDR-Slider. Einmal hier die Highlights und kann hier extrem viel einfach wieder zurückholen. Also ich mache das mal hier aus. Man sieht es halt richtig krass an dem Baum, was man hier alles zurückholen kann. Und das ist halt wirklich der extreme Vorteil an RAW-Bildern. Ich fotografiere alles in RAW und ich würde auch jedem empfehlen, der gute Bilder hinbekommen will und eben auch den Aufwand nicht scheut, ein bisschen Nachbearbeitung zu machen, in RAW zu fotografieren, weil man einfach dadurch viel weniger Ausschuss hat als mit JPEG-Bildern. Da ich ja jetzt das Bild ein bisschen dunkler gemacht habe in der Belichtung, werde ich jetzt die Schatten wieder ein bisschen aufhellen. So, genau. Und gucke mir hier meine Levels an. Genau, da könnt ruhig ein bisschen mehr Kontrast noch mit rein. Ein bisschen Clarity ist vor allem hier bei der Straße ziemlich cool. Und dann mache ich gerne noch eine Vignette dazu, einfach um den Blick des Betrachters so ein bisschen in die Mitte zu lenken, also genau auf den Sonnenuntergang, wo jetzt das Auto hinfährt. Das Ganze sieht jetzt schon mal nicht schlecht aus, aber ich will noch ein paar Anpassungen machen, um das Bild einfach noch ein bisschen weiter aufzuwerten. Die erste Anpassung wird sein, da wir das Bild ja jetzt dunkler gezogen haben und hier das Heck von dem Auto jetzt einfach im Schatten ist, will ich das noch ein bisschen aufhellen, also das ganze Auto, einfach um das Bild auch ein bisschen leichter zu machen. Deswegen gehe ich jetzt her und mache mir hier mit diesem Plus eine neue Bearbeitungsebene. Die nenne ich dann mal Auto. Und
Jetzt kann ich an der Stelle, fülle ich mir mal die Maske und mache jetzt einfach das Bild mal so viel heller, wie ich denke, dass mir das dann halt gut gefällt. Also wie hell das Auto einfach sein sollte. Genau, dann nehme ich die Füllung hier wieder raus mit Clear Mask und jetzt kann ich hier mit dem Pinsel einfach mein Auto ein bisschen heller pinseln. Genau. Ich stelle hier den Flow immer runter, um möglichst wenig Änderungen mit einem Pinselstrich zu machen und ja, damit es einfach möglichst gleichmäßig und ohne große Kanten passiert. So, ich zoome hier noch mal ein bisschen rein aufs Auto. Wähle mir den Pinsel aus und werde das jetzt hier so Stück für Stück einfach ein bisschen heller pinseln. Da sieht man jetzt leider auch die Spuren von dem kleinen Unfall, die wir mit dem Auto hatten. Auch die Geschichte könnt ihr in unseren Vlogs noch nachschauen. So, ich gucke mir jetzt mal mit M die Maske an, die ich da jetzt erstellt habe. Gut, dann gucken wir mal vorher nachher. Ist schon ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Und gefällt mir mit dem bisschen helleren Auto dann auch deutlich besser. Ja. Doch, gefällt mir auf jeden Fall besser. Dann habe ich das Bild beim Fotografieren ja so aufgebaut, dass dieser Mittelstreifen hier relativ dominant im Bild beginnt und als Art Führungslinie in dem Bild halt ist. Den will ich jetzt auch noch ein bisschen, den will ich jetzt einfach auch noch ein bisschen deutlicher herausarbeiten. Auch hier mache ich mir wieder eine Ebene. Die nenne ich jetzt mal Mittelstreifen. Und da will ich jetzt einfach, dass der Mittelstreifen noch so ein bisschen mehr spiegelt und diese Wärme von dem Sonnenuntergang noch ein bisschen besser rauskommt dabei. Dafür gehe ich wieder zurück in den Farbbereich und tue mir einfach hier das noch deutlich höher ziehen. So, jetzt wird natürlich erstmal das ganze Bild deutlich wärmer. Aber das ist nur, weil wir eine Maske auf dem gesamten Bild haben. Ich mache hier wieder Clear Mask, dann ist es weg. Und auch hier werde ich mir jetzt die Änderungen wieder reinpinseln. Und dann können wir natürlich auch hier vorher nachher anschauen. Und das ist schon auch wirklich extrem krass, was die Bearbeitung da halt ausmacht. Kann jetzt hier vielleicht noch ein bisschen mehr Clarity reingeben, damit es so ein bisschen glänzender ausschaut. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal echt gut geworden. Gut, und was wir jetzt abschließend noch so als kleines Extra machen könnten, ist, das habe ich bei dem ursprünglichen Bild nicht gemacht, aber ich werde mir hier noch mal eine Ebene anlegen, und zwar nenne ich die jetzt mal Sonnenuntergang. Und ich werde mir hier eine Gradientenebene hier so schräg runter Richtung Sonnenuntergang anlegen. Genau, da werde ich jetzt einerseits mal ein bisschen dunkler das Bild machen. Einfach um hier oben in dem Eck schon so ein bisschen die Dunkelheit und Nacht anzudeuten. Und dann werden wir noch eine selektive Farbanpassung machen, und zwar in dem Farbeditor im Advanced-Bereich. Nehme ich jetzt hier den Picker, wähle mir jetzt hier eine Farbe aus und werde die jetzt hier mal noch ein bisschen stärker machen und den Bereich noch ein bisschen ändern, dass es hier so mehr ins Rötliche geht. Ich nehme hier noch ein bisschen mehr Rottöne mit und die Grüntöne eher nicht so. Ist jetzt natürlich ein bisschen extremer, müsst ihr entscheiden, ob euch das jetzt gefällt. Ich finde es eigentlich schon ganz cool und habe ich damals leider nicht so gemacht, aber würde ich jetzt vielleicht überlegen, tatsächlich so zu lassen. Ja, und dann
sind wir auch schon bei Bild 3. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere auch gerne meinen Kanal und wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare. Ich gehe auf jede Frage ein und versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Und wenn du mich nur unterstützen willst, ohne dass es dich was kostet, dann benutze beim nächsten Mal vielleicht einen von meinen Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns gleich beim nächsten Bild und bin raus.